Hallo Leute, neue Folge Skyrim. Du bleibst mal ganz schön stehen hier. Hey, du hast gerade noch gegen uns gekämpft. Wir auf unserer Seite. Oh Gott. Jetzt sind sie besser auf unserer Seite. Gerade schlagen sie noch auf uns ein. Die gleiche Scheiße wie dabei wie. Oh, geht sogar. Das war der, wo mehr dabei hatte. So, jetzt speichern wir aber nochmal ganz kurz. Und jetzt kontrolliert ihr mal. Mach nämlich das jetzt auch noch dazu. Aber irgendwie fand ich das nicht so effektiv. Ihr seid tot. Genau so. Wolfspelz. Wolfspelz. Kollege. Ihr habt mich gerettet. Ich helfe euch hier rauszukommen. Versprochen. Danke. Wo sind die Bücher? Die Bücher? Oh, verstehe. Ich dachte. Ich dachte, ihr seid vielleicht wegen mir hier. Ach ja, nee. Die Bücher. Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Ihr braucht meine Hilfe nicht? Ich werde mein Bestes tun. Das ist ganz schön, wenn man so einen Helfer hat. So, gehen wir direkt mal weiter. Schauen wir hier noch mal ganz kurz. Und jetzt. Wo waren vorhin diese ganzen. Die ganzen Seelensteine da nochmal? Wir haben noch vorhin so ein paar Seelensteine eingesteckt gehabt. Da ist ein Seelenstein. Seelensteine sind nämlich wichtig, ja. Seelenstein. Die Kajüte zerschnitten, müssen wir die Sachen mitnehmen. Alles plündern hier. Braucht ja eh keiner mehr hier. Irgendjemand Seelensteine dabei oder so zum Zeug? Nein? Gut, dann gehen wir jetzt einfach weiter. So. Und es Das ist aber mal gar nicht gut. Es ist überhaupt nicht gut. Alter, als ob ich irgendwas gesagt habe, was ich gar nicht will. Ich hänge hier gerade irgendwie fest, muss ich nochmal sagen. Alter, sind die einfach nur stark. Das frage ich mich immer ganz ehrlich, wie immer ist in der Welt. Magie. Nenn ich Magie. Objekte. Tränke. Heilung. Gut. So. Und es beginnt. Jetzt ist natürlich meine Waffe gerade wieder leer geworden. Oh Gott. Tee. Ja, das ganze
Jetzt kurz mal Objekte. Nein, Moment, ich hole die Heilung hier. So. Sollen wir die ganzen Leute hier blenden? Und der Kollege ist gestorben. Das ist sehr, sehr traurig, muss ich mal sagen. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Wird es heiß hier oder liegt das nur an mir? Jetzt wird's heiß. Kann ich hier irgendwie freilassen? Ich soll. Sind ja alles befreundet. Taschendiebstahl. Er hat nichts dabei. Schade. Oh. Ist schon tot. Na egal. Wir gehen einmal weiter. Irgendwo Seelensteine. Scheint irgendwie nicht. Aua. Nichts aua. Also, ich meine. Oh, guter Gott. Jetzt bezahlt ihr! Ah, ich hab so wenig Magie. So, das nehmen wir mal noch mit. Und jetzt tun wir nämlich ganz kurz mal Objekte, Bücher. Und dann haben wir nämlich so ein tolles Zauberbuch mal wieder bekommen. Heldenmut gelernt. Magie. Heldenmut. Mal kurz lesen, was es überhaupt bringt. Magie, Heldenmut. Das Ziel wird für 60 Sekunden gesehen. Gut. Zombie erweck. Oh. Hört sich ganz interessant an. Ja. Schön viele Magiesprüche und so. So. Nichts hier drin. Seelenstein. Truhe. Auch Seelenstein. Und ein paar andere Sachen. Ein Gold. Gold. Seelenstein. Sind Leichen hier plündern. Gold. Nein! Oh, jetzt habe ich diese Scheiße wieder eingesteckt. Die kann man nochmal fallen lassen. Ja, gut. Der Nordbogen. Sehr schön. Und hier gibt es ja noch Gold und Knochenmehl. So, gehen wir direkt mal hier weiter. Schöne Gemälde hinterlassen, der Typ. So, was müssen wir da drin jetzt mal machen? Stufe 9. Oh, direkt bei einem Seelenstein mal wieder. Moment.
Schutzgeist. So. Du bist es meiner. So. Ich meine Typen erwecken, jetzt ist er freundlich. Hallo du da. Genau. Das wollte ich gerade auch sagen. Bist du mit? Kollege? So, wir können nämlich immer was einzambieren wecken. Das andere wieder zerfallen. In den Ascherhaufen. Und du bist jetzt mein Zombie. Mein Zombie. So. Moment, wir nehmen diesen Stab. Mist, der Zombie erwecken Widerstand. Moment. Es ist auch nicht schlecht. Ich muss schon sagen, ich komme mit diesem ganzen Zauber durcheinander noch nicht ganz so klar. So vielen verschiedenen Zaubern. Sag mal, dürfte ich mal wieder genügend Magika haben? Boah, meine Fresse. Ich glaube, der Typ mir da um die Magika, ich glaube, es hakt. So. So. Kollege, du bist jetzt mein Zombie. Ihr kämpft jetzt. Du machst es, Zombie, gell? Ich probier noch kurz ein Buch lesen müssen und schau ich noch, ob da was drin ist. Da ist in der Tat sogar was drin. Da liegen sogar noch ein paar mehr Seelensteine, die ich fast alle übersehen. Ja, du bist mein Zombie. Keine Seelensteine hier, schade. Oh, mein Zombie ist sogar schneller als Lydia. Das war ja dieser Ort hier. So. Hey, passt ein bisschen auf. Lebt mein Zombie noch? Anscheinend ja nicht. So, jetzt haben wir einen neuen Zombie. Feuersalz. Irgendwo ein Seelenstein hier? Ja, ich sehe doch. Nee, das war ein bisschen Lavendel und irgendwas anderes. Ungewöhnlichen Stein. Oh, ho, ho, ho. Ja, du bist eindeutig mein Zombie. Ich nehme da gerade so viel Scheiße mit einfach nur. Ja. Kollege. Oh, Kollege. Zombie hat einen Gegner entdeckt.
Ja. Ist da was? Ist da etwa jemand? Ist da etwa jemand? Hey, nein. Oh. Moment. Oh, das ist ja eh schon tot, oder? Nein. Moment, so. Ich muss mein Ding schon wieder aufladen. Oh Gott. Das hält ja auch nichts aus, das Teil hier. Ich hab gedacht, ich habe viel mehr Seelensteine. What? Moment, ich muss erstmal wieder Zombie erwecken. Ah, Magie. Du bist jetzt mein Zombie. So. Lydia. Darf ich vorstellen? Der neue Zombie. Sehr schön. Oh, eine Laute. Vielleicht kann man die auch spielen. Wer weiß, wer weiß. Da ist er ja schon. Ist nicht zu überhören, mein kleines Zombiechen. Oh. So. Also eine Tür öffnen. Entschuldigung. So, erstmal ganz kurz nochmal was speichern. So. So. Wurde ich mal wieder verlangsamt, wurde ich gerade schon wieder. Jetzt ist aber der Zauber auch schon wieder vorbei. Ja, mein Zombie. So, dann gehen wir mal wieder Zombie. Schön, das Zombie mal wieder weg. Wir gehen weiter. Seelenstein, Seelenstein. Aktivieren Schrein von Julianus. Hey, hey, hey. So. Hier geht's lang, Zombie. Hey, hey. Automatisches Speichern. So. Ja, ja, es reicht, Zombie, es reicht. Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte. Wie schön, euch kennenzulernen. Oh. Ja. Ich bin wegen der Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Arends Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher. Tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Warum nicht? Vielleicht könnten wir ja eine Vereinbarung treffen. Ihr habt mir nichts anzubieten. Ihr könnt jetzt entweder in eure Akademie zurückgehen und mich in Ruhe lassen, oder ich bringe euch um. Die Entscheidung liegt bei euch. Ja, dann, ohne diese Bücher gehe ich nirgendwo versucht hin. Versucht ihr etwa, mich zu bedrohen? Nachdem ich so gastlich war? Nun, dann werdet ihr gar nicht mehr hier weggehen. Danke fürs Anschauen. Nächste Folge geht's wieder weiter. Und tschüss.